So, und da sind wir auch direkt zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Origin. Es ist schön, dass du wieder mit dabei bist. Wenn dir diese Folge gefallen sollte, denk dran, unterstütz mich und meinen Kanal einfach, indem du eine Bewertung da lässt, aber auch einen Kommentar. Ansonsten wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser neuen Folge zu Assassin's Creed Origin. So, halte Q gedrückt, um dein Reittier zu rufen. Das ist das schwarze Reittier. Da bist du ja, Junge. Mit den faulen Zähnen. Ach nee, dann mal los, Zeni. Wie ist es euch hier ergangen, seit ich fortging? Ach, es war schwierig, Bayek. Ohne dich erwarten die Dorfbewohner, dass ich für Ordnung sorge. Aber die Soldaten aus der neuen Garnison mischen sich in alles ein. Eine Garnison in Siva? Ptolemäus will die gesamte Region kontrollieren. Ich gebe mein Bestes, um die Einwohner vor Ärger zu bewahren. Doch ich brauche Hilfe. Ich tue, was ich kann. Aber vergiss nicht, ich muss meine eigenen Ziele verfolgen. Ah, ich wusste, auf dich ist Verlass, Zeni. Was ist hier geschehen? Die Soldaten der Garnison sind brutal. Wenn sie vermuten, dass sie jemand anlügt, brennen sie seine Nachbarschaft nieder. Und Schlimmeres. Ja, hier waren sie gründlich gewesen. Wow. Willkommen daheim, Bayek. Siva hat dich vermisst. Neuer Ort entdeckt. Siva. Wunderhübsch. Ein Ort, wo man gerne lebt. Ihr verdankt alles, was ihr habt. Eure Höfe, eure Güter, eure Die Einheimischen sehen mitgenommen aus. Niemand in der Oase kann einen Schritt tun, ohne dass er verhört, bedroht, besteuert oder verprügelt wird. Oder von Wir uns überritten. Wir haben zu gehorchen und den Kopf einzuziehen. Du siehst ja, wie es ist. Erregen wir keine Aufmerksamkeit. Nein, wir erregen keine Aufmerksamkeit, wir reiten einfach alles über den Haufen. Also eins muss man Ubisoft ja lassen, also diese Spiele sind jedes Mal... Wirst du dein Haus besuchen? Augenschmaus! Da gibt es nichts für mich. Erzähl mir vom Ibis. Medunamun. Ist er hier? Er ist die Plage dieser Oase. Wie du sehen kannst, sind die Soldaten gewalttätiger geworden, seit er hier ist. Anfangs tranken sie nur und stritten mit den Einwohnern. Aber seit Medunamun hier ist, sind sie diszipliniert und grausam. Noch ein Grund mehr, ihn zu töten. Unterschätze ihn nicht. Er ist schmal und sehnig. Aber er hat viel Kraft. Hörer von Siva! Seht, was aus jenen wird, die Medunamun ist das überhaupt zurückgekehrt? Ups. Man sollte nicht den Autopiloten anlassen, während man sich umsieht. Das hat damals schon nichts gebracht. Ach, mein Heim. Lass das Tier hier, es läuft schon nicht weg. Du, das hoffe ich. Geh einfach hinein. Nicht, dass wir das noch hinterher Parkgebühren zahlen müssen. Ruh dich aus. Es war ein sehr anstrengender Tag. Ich will mich aber nicht ausruhen. Ich muss mich auf ihn vorbereiten. Hepzifah! Hepzifah! Schon wieder die Soldaten! Bayek! Rabia! Meine Rabia! Ich habe mich um dich gesorgt. Ah, du kennst mich. Du hattest recht. Ah. Sieh dich an! Schnitte? Prellungen? Ja, das ist nichts. Setz dich! Hm? Setz dich! Setz dich! Ich kümmere mich um dich. Hast dich nicht verändert. Du und Aya. Ich habe euch zwei immer verarztet. Und dann eure Eltern belogen. Die Zeiten ändern sich. Aber du bist noch der Alte. Da freut sich das Herz. Wer von uns wird nicht gerne mal umsorgt?
Schlafender Osiris. Ich dachte, du warst nie wieder auf. Ah, Rabia hat mich verarztet und ich war... Ich ließ dich schlafen. Du musst hellwach sein, um es mit Meduna Moon aufzunehmen. Deshalb, mein Freund. Ein neuer Bogen? Er wird dir gefallen. Gibt es hier nicht irgendwo erstmal... Am besten, du triffst sie direkt in den Kopf. Gibt es hier nicht irgendwo mal einen Friseur und einen Barbier? So. Eine Strohpuppe ist robuster als die andere. Dort drüben findest du noch mehr Pfeile. Das war nicht schwer. Gut. Herr Ziffer! Was ist denn? Die Soldaten wollen dich holen! Los! Komm, schnell! Sorg dafür, dass niemand dieses Haus lebend verlässt. Hepzifah! Wir wollen nur mit dir reden! Nomak Rotjek wurde ermordet! Womöglich war dein Freund der Major beteiligt! Komm raus, wenn du seinen Namen reinwaschen willst! Hinterhalt vorbereiten! Scheiße! Wenn sie die Briefe bei mir finden... Dann werde ich hingerichtet. Sei unbesorgt. Ich töte sie alle. Viel Glück. Was war das? Wer ist da? Bleib unten. Er kommt uns zu nah. Keine Sorge, er ist gleich K.O. Was? Siehst du? Jetzt erledigen wir den Rest. So. Mondsichel, legendärer Jagdbogen, brennen bei Treffer, was haben wir da? Morgenlanz, Schnellfeuer, ein Pfeil mit diesem, da nehmen wir lieber Mondsichel. Lass die Leichen nicht so offen rumliegen. Ja. Verstecke dich. Alles gut, Philos. Ich werde mich von hinten anschleichen. Damit wird er nicht rechnen. Hier wird ihn keiner sehen. Ich werde mich von hinten anschleichen. Beim großen Reh. Sie dürfen mein Haus nicht auch noch niederbrennen, Bayek. Kuckuck. Da legst du ihn nieder. Schlaf. Aufpassen. Hier stimmt was nicht. Da macht es sich doch bezahlt, dass man den Gärtner gekündigt hat, weil er einem zu teuer war. Und schon ist das ganze Gestrüpp hoch genug. Hey, halt deine Waffen bereit, klar? Ich decke dich, Bruder. Oh, der lebt noch. Ja, nicht mehr. Ich hab ihn mit einer Fackel Scheibenkleister. Hältst du dich für was Besonderes, hä? Was? Du hättest nicht herkommen sollen. Du lebst ja noch. Jetzt nicht mehr. Jemand da?
Das war's wohl. Danke, Bayek. Ich sagte doch, diesen Scheißkerlen ist es egal. Was für eine Unverfrorenheit. Es ist traurig. Komm mit nach oben. Dann zeige ich dir alle Magi-Pflichten in Siva. Sivas Probleme sind hier. Ich versuche allen zu helfen, aber es ist einfach zu viel. Sagst du mir, dass du nicht über göttliche Kräfte verfügst? Nun, das Problem ist der Mann, den du töten willst. Medunamun. Die Menschen hatten Hoffnung, als er kam. Sie hatten Hoffnung auf Verbesserung. Wir wurden bald eines Besseren belehrt. Ich fürchte um die Sicherheit deiner Familie, Priester. Ich lasse sie an einen sicheren Ort bringen. Das ist der Mann, mit dem du es zu tun hast. Ich finde ihn und töte ihn. Medunamun ist weit mächtiger, als er aussieht. Und er umgibt sich mit den besten Soldaten. Mir doch egal. Dann stirbst du. Du musst stärker werden, wenn du diesen Scheißkerl umbringen willst. Vor allem brauchst du eine bessere Rüstung. Ach, die mache ich mir selbst. Waffen sind noch schwieriger. Die Soldaten haben alle im Dorf konfisziert. Ich rede mit dem Waffenschmied. Ja, Benipe kann bestimmt etwas für dich anfertigen. Oder Senno hilft dir zu finden, was du brauchst. Senno? Senno lebt noch? Sieh mal einer an. Wie auf Stichwort. Senno, altes Mädchen. Und gut in Form. Rabia hat sie gesund gepflegt. Ich muss ihr danken. Die Menschen sehen sich nach Hilfe, Bayek. Wenn du ihnen hilfst, helfen sie dir. Ich verstehe. Na komm, komm her, meine Hübsche. Na? Oh. Kavumsi! Stufe 2 erreicht. So, was haben wir hier? Adlerentdeckungen. Pfeilsammler. Kopfschuss-EP. Attentats-EP. Ich denke, die nehmen wir. Und hinterher nehmen wir dann die Kopfschuss-EP, auch wenn ich nicht hundertprozentig sicher bin, dass ich ein guter Headhunter wäre. So, ausrüsten. Nebenquest Stufe 2. Bayek muss wilde Tiere jagen, um sich bessere Ausrüstung herstellen zu können. Belohnung 500 Punkte. Ja, ich denke, das machen wir in der nächsten Folge. Das falsche Orakel. Hauptquest Stufe 5. Bayek ist entschlossen, Medunamun zu töten. Doch das falsche Orakel verfügt über überraschende Kräfte und wird bestens beschützt. Belohnung 1250 EP. Okay, die ist ab Stufe 5, aber jetzt machen wir erstmal aufrüsten. Ziele? Die Schlange. Die Schlange ist einer der Maskierten, dessen Name während der Tragödie in Siva erwähnt wurde. Was für eine Tragödie. Der Raja, Hodjek. Bayek durchquerte die riesige ägyptische Wüste, um Hodjek in der berühmten Knickpyramide des Snofru in die Enge zu treiben. Hodjek war Bayeks erstes Opfer und sein Ton schien Anubis Fluch über die Natronminen zu bringen. Okay. Der Ibis, Medunamun. Die meisten Männer, nach denen Bayek sucht, sind bisher namenlos. Aber er entdeckte den Namen Medunamun. Medunamun wurde von den Ptolemäern als Orakel von Siva installiert und steht im Tempel des Amun vor. Sein wahres Interesse scheint aber dem Gewölbe unter dem Tempel zu gelten. Er tut den Dorfbewohnern Gewalt an, um mehr über das Gewölbe zu erfahren. Skrupellos. Der Geier. Einer der Maskierten und genauso der Widder. Alles klar. Auf die Jagd, ich brauche Leder. Auf die Jagd! Aber vorher werde ich erstmal Tschüss sagen. Ich hoffe natürlich, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn dem so ist, denkt dran, Support ist kein Mord. Unterstützt mich und meinen Kanal, indem ihr einfach die Folge bewertet.
also einen Kommentar da lasst, liked oder disliked oder, falls noch nicht geschehen, den Kanal einfach abonniert. Es kostet euch keinen Cent, hat aber eine enorm große Reichweite. Ansonsten haltet die Ohren steif, macht es gut, bis später denn. Ciao, ciao.